Einen wunderschönen guten Tag. Exit ist am Start. Und die Lara ist auch dabei. Und zieht euch mal die Beleuchtung rein, Jungs, ey. Das ist der Hammer, finde ich. Also das sieht so schick aus, ey. Da fällt mir nichts mehr ein. Ne? So, wir müssen weiter. Galerie freigeschaltet, Hauptmenü Extras, neu. Neue Bilder, wie? Neue Bilder, hä? Neue Motion Pictures. Oh, shit. Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Hilfe auf anderen Überlebenden. Hinweise suchen. Gut, finden wir. Okay. Ganz langsam. Kann ich auch drauflegen, Mädel, und dann drüber robben. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, 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 Baby. Schön die Kontrolle behalten. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Abgerutscht. Ah. Weiter. Nein, am besten auch nicht runtergucken. Ja. Sehr gut. Geht's ja vielleicht auch runter? Warte mal. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt rein theoretisch jetzt hier runtergehe? Okay, alles klar. Wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich würde ich sterben. Gut. Das ist niedriger als das andere. Können wir das mal erklären hier? Komm. Laufen doch hier lang. Okay. 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 Ich schaff das. Das ist echt hochklettern, Mädel, ja. Hast du das echt gut überlegt? Oh Gott! Ja. Weiter! Oh! Jetzt nicht schon gestorben wäre eigentlich, ne? Wenn ich jetzt nicht hier wäre, wäre ich schon längst tot. Eine sehr schöne Atmosphäre. Oh, oh. Ein Handy. Sam? Roth? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Krass, wie das jetzt so an der Arschbacke dran klebt. Gucken wir mal, was wir auf dem Rucksack finden. War das jetzt so geplant? Scheinbar. Na gut, okay.
die sich immer noch den Bauch hält wegen der Verletzung. Ich finde es total cool. Ne? Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die hält schon die ganze Nacht den Bauch. Ich muss mich für den Schnitt entschuldigen. Verdammte Kacke. Ihr werdet es nicht glauben, aber mir ist gerade das Game abgekackt. Tomb Raider Excel funktionierte nicht mehr. Stand da. Tja, da werden sich jetzt natürlich die Konsolenleute echt. Ja. Ein Loch in den Bauch freuen. Weil das passiert auf der Konsole wahrscheinlich sehr selten. Aber naja, gut, wir machen hier gleich weiter. Ohne Umwege hier. Sieht verlassen aus. Scheiße, ey. Titten! Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Oh, die zittert. Arme Mädel, ey. Das arme Mädel. Komm, mach dir Feuer. Mach dir mal Feuer unterm Arsch. Boah, sieht das krass aus. Ein Streichholz. Naja, ob das funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Ich muss ja wahrscheinlich Feuer suchen. Na komm! Nicht so schüchtern. Gut, also kein Feuer irgendwie suchen. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus.
Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Sie ist dran schuld. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Frau gegen Wildnis. Ich muss etwas zu essen finden. Oh, was zu essen? Na, wollen wir mal jagen, oder was? Du könntest dir jetzt einen Vogel schnappen, oder? Also langsam kotzt mich das an, gell? Also ich glaube, die sollten mal hier einen neuen Patch rausbringen. Ist schon wieder abgekackt, ey. Kann doch nicht sein, dass hier die Spiele hier permanent abkacken. Beziehungsweise das hier. Und so einen lowen Rechner habe ich jetzt auch nicht, dass eigentlich hier... der das nicht packt. Verdammt nochmal. Ah, okay, alles klar, das Laufen und Schleichen. Kreiswenken da oben. Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Da gehen wir mal da hoch, ja, da gehen wir mal, ja, da gehen wir mal da hoch, da gehen wir mal da hoch. Ach, du bist... Es tut mir wirklich sehr leid, ich muss das Let's Play an der Stelle leider abbrechen, weil das permanent abschmiert und die Echse nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, ich werde das Problem schnellstmöglich beheben, vielleicht gibt es auch jetzt noch in den nächsten paar Stunden einen Patch. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, den es auf dem PC so trifft. Ja, da lachen natürlich die Konsolenspieler, ne? Kann uns ja nicht passieren. Ja, tut mir echt leid, habt bitte Verständnis, aber ich möchte auch so real wie möglich spielen. Und ja, die Eindrücke sollen auch so sein, wie sie halt auch gedacht waren. Echt, nämlich echt. Ja, ich... wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Exit und Lara. Tschüss.